Also, da soll ich mir eine Karte oder zwei aussuchen. Mach ich doch erstmal so. Nämlich die. What film meeting experience made you want to make a film? Ja, das ist perfekt. Also kann ich gleich beantworten. Das war der Film von Ingmar Bergmann, das siebte Siegel. Ich war in Paris, habe in Paris studiert und äh, mit, war ich mit jungen Cineasten zusammen und die gingen also permanent ins Kino und die haben mich mitgenommen. Der erste Film, den ich gesehen habe, also der erste Kunstfilm, früher bin ich in diese ganzen Plotten gegangen, natürlich wie, wie wir alle als junge Mädchen, aber der hat auf einmal, das war wie ein Schock. Ja, da habe ich alles gefunden, was ich mir vorgestellt habe, was ich. Gerne machen würde im Leben. Ja. Also da kam Kunstmalerei dabei, da kam Theater, da kam also auch so eine biblische Geschichte, wie die, die Leute da zum Schluss, das ist ja ein magisches Bild geworden, wie die, der Tod die Leute anführt, die dann ihm folgen müssen in den Tod. Also da waren so viele Sachen drin, die mich so bewegt haben, dass ich gedacht habe, das möchte ich machen. Aber damals war natürlich für Frauen noch überhaupt keine Möglichkeit daran zu denken. Es gab zwar schon Anis, war da, aber die gehörte irgendwie so zur Wer wagt dazu, dass man gar nicht drauf kam, dass es ja eine Frau war, dann bin ich erst mal Schauspielerin geworden. Also ganz unbewusst habe ich so einen Weg, dass ich dann irgendwie zum Kino hinkam. Also erst Schauspielerin, dann habe ich Volker Schlöndorff getroffen, mit ihm zusammen Drehbücher und so allmählich bin ich dann sozusagen gewachsen und dann ja gut, dann habe ich meinen ersten Film gemacht und nie wieder gespielt. Damit hatte ich es erreicht und nie wieder. Es gibt ja Regisseure, die auch in ihren eigenen Filmen spielen. Das hätte ich nie gemacht. Also Bergmann hat mich sozusagen kreiert. Und er hat dann später, also einen meiner Filme auf seine Liste seiner zehn Lieblingsfilme gesetzt. Und das war für mich natürlich, das war der schönste Preis, den man mir je hätte geben können. Nehme ich mal hier was Geschriebenes. Did you go to a school or you have self-taught? Nein, ich bin nicht zur Schule gegangen, ich hätte gar nicht das Geld gehabt. Ich war eine sehr arme Frau und sehr arme Studentin und äh, ich habe das alles gelernt, indem ich Filme gesehen habe. Ich bin dann zum Teil dreimal am Tag in, in Film gegangen und auch manchmal vielleicht derselbe. Also in Paris konnte man zum Beispiel ins Kino gehen mit der einem Ticket und konnte drin sitzen bleiben. Das war Anfang der 60er Jahre. Da war das noch etwas lockerer. Heute muss man gleich wieder 10 Euro zahlen, um noch mal über die Reihen zu gehen. Also und das habe ich mir. Es gab ja noch kein keine Video, kein, kein DVD, nichts. Man konnte also nicht irgendwo sich die Filme noch mal wieder ansehen. Man musste im Kino sein. Ja und das, das habe ich gemacht und die mehrmals gesehen und dadurch haben die sich bei mir natürlich, weil das ja ist im Dunkeln zu sehen. Deswegen muss man Filme im Kino sehen, weil das geht ja direkt ins Un und, ins Unbewusste. Ja. What is your next project? Da kann ich nicht drauf antworten, weil das ein Geheimnis ist. Nein, der Nanni Moretti hat mir mal gesagt, man darf nie sagen, was man machen will, weil man es dann nicht macht. Der ist abergläubisch wie alle Italiener und ich bin auch ein bisschen abergläubisch. Also insofern, why do we continue to make films today? Weil es zu unserem Leben dazu gehört. Ich kann mir ein Leben ohne Film nicht mehr vorstellen und vielleicht gibt es auch noch andere Menschen, die man mit Filmen bewegen kann, denen man was sagen kann, was sie bisher noch nicht wussten. Also, ich bin Margarete von Trotter und mein Leben besteht zu leben, zu versuchen zu leben und zu versuchen Filme zu machen und einige Filme habe ich sogar schon geschafft zu machen. Cut.